Die Dresden Titans liegen im Playoff-Halbfinale zurück. Beim Nachwuchsteam der Fraport Skyliners verloren die Dresdner mit 94-81. Naja, es ist ganz klar, die Skyliners haben heute den Sieg verdient. Sie haben sich den erspielt und es gibt eine Grenze, wie viele Fehler man machen kann und trotzdem noch eine Chance hat zu gewinnen. Und wir sind zwar immer wieder ein bisschen rangekommen, aber man muss neidlos anerkennen, die Verteidigungsleistung der Skyliners und vor allen Dingen auch das gute und schlaue Zusammenspiel im Angriff, was heute bei uns häufig mal gefehlt hat. Die Dresden Titans reisten stark dezimiert nach Frankfurt mit Walter Simon und David Stirner, fehlten gleich zwei Spieler aus der Starting Five. Es gibt keine Entschuldigung für Spieler, die fehlen. Eine Mannschaft muss das auffangen, wenn Spieler nicht da sind. Und dafür hat man ja eine Mannschaft, wo alle spielen. Aber die aufs Feld kommen, die sonst vielleicht weniger spielen, müssen halt eine gute Leistung bringen oder eine bessere Leistung bringen. Und das ist schon schwer, wenn man gegen so eine starke Truppe spielt wie die Skyliners und die Jugendnationalspieler wie Niklas Kiel oder auch Johannes Richter, die auch richtig Spielzeit in der BBL bekommen. Die spielen nicht umsonst da in der BBL und die Skyliners sind nicht umsonst Tabellenzweiter in der BBL. Insofern ist das natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung für unsere Jungs. Und da sieht man die Qualität der Spieler der Skyliners. Abgesehen von den ersten 5 Minuten hatten die Elbriesen nie wirklich eine Chance auf einen Sieg. Die Frankfurter spielten in Bestbesetzung, überzeugten mit schnellen Ballbewegungen und einer starken Quote von außen. Allein im ersten Viertel trafen die Skyliners 50% ihrer Dreipunktwürfe. Also Frankfurt hat extrem gut von der Dreierlinie getroffen. Die sind auch eine super Mannschaft, also ich will jetzt nichts von denen wegnehmen. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach schneller sein in der Defense mit unseren Rotationen und versuchen, diese leichten Dreier wegzunehmen. Und dann haben wir auch eine Chance gegen die, glaube ich. Dass die Titans zur Halbzeit jedoch nur mit 9 Punkten zurücklagen, war durchaus verwunderlich. Trotz der spielerischen Dominanz der Hessen konnten die Dresdner im zweiten Viertel ordentlich punkten. Andrew Jones traf immer wieder und so waren die Titans zur Halbzeit in Schlagdistanz. 49-40, der Stand beim Seitenwechsel. Aber dann sind wir rausgekommen in der zweiten Halbzeit mit weiteren Unkonzentriertheiten und haben einfache Korbleger daneben gemacht und sowas kann man halt nicht machen gegen so eine gute Mannschaft wie Frankfurt. Der Kapitän spricht es an. Direkt nach der Halbzeitpause machten die Skyliners alles klar. Die Frankfurter dominierten nach Belieben, trafen kontinuierlich und waren stets Herr im Haus. Die verletzungsbedingten Ausfälle konnten die Titans nicht kompensieren. Zudem erwischte Daniel Krause einen schwachen Tag. Am Ende siegten die Fraport Skyliners verdient und sind nun nur noch einen Schritt vom Finale entfernt. Na gut, es gibt ein paar Sachen, die wir wirklich besonders schwach gemacht haben heute. Also wir haben Überzahlsituationen, die man normal immer verwandeln muss und die haben wir nicht geschafft. Insofern werden wir darüber reden müssen, was passiert ist und was das Problem ist, warum wir nicht die gute Würfe aus Überzahlsituationen bekommen haben. Also ein Stück weit ist auch Arbeit in der Halle, um einfach zu sehen, wo die Probleme liegen und daran zu arbeiten, dass es nicht nochmal passiert. Ich meine, es ist kein Beinbruch, dass wir hier verloren haben heute. Die Skyliners sind eine sehr gute Mannschaft und wir haben heute nicht unser guten Tag gehabt, was wir uns natürlich erhofft haben, gerade wo 2 Spieler gefehlt haben. Aber ich garantiere, wir werden Samstag anders rauskommen und die Karten werden neu gemischt, jedes Spieltag. Am kommenden Sonnabend haben die Dresden Titans die Chance zur Revanche. Mit einem Sieg in der heimischen Arena können die Dresdner ein Entscheidungsspiel erzwingen. Anderenfalls ist die Saison vorbei.